So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Corset 2012. M12 sozusagen. Von 2011 müsste das denn ja sein. 2011, ja. Wow. Jetzt bin ich hart gespannt. Ich bin richtig hart gespannt. Ich habe so Karten schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Wir haben Fire Breathing. Ein rotes Mana. Verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+0 bis zum Ende des Zuges für das rote Mana, was wir halt benutzen. Bounty Harvest. Wunderschönes Artwork. 5 Mana Sorcery. Wir kriegen für jedes Land, was wir kontrollieren, ein Leben. Gorehorn Minotaur. 4 Mana 3-3 mit Blutdurst. Oh mein Gott, hier war Blutdurst drin. Wenn der Gegner diese Runde schon einen Schaden zugefügt bekommen hat, wenn wir diese Karte spielen, kriegt Dieb 2/+1/+1 Marken. Devouring Swarm. 3 Mana 2-1 fliegend. Man kann den opfern, man kann eine Kreatur opfern, um dem +1/+1 für einen Zug zu geben. Okay. Oh, Flight. Ein blaues Mana, aber eine verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat fliegend. Krass. Stormfront Pegasi. Pegasus Trium, 2 Mana 2-1 fliegt. Disentomb. Ein schwarzes Mana, man bringt eine Kreaturenkarte vom Friedhof zurück auf die Hand. Lavex. Hier hatten wir früher den besten Flavortext der Welt. Da stand einfach nur Catch, also Fang. Mit dem Artwork. Hammer. 5 Mana, Lavex macht 5 Schaden an einem Spieler. Goblin Pikea, 2 Mana 2-1. Trollhide. 3 Mana, verzaubert man Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2. Und für 2 Mana kann man eine Kreatur regenerieren. Richtig cooles Teil. Unser erster Ankam ist Volcanic Dragoon. Dragon. 6 Mana, 4-4, fliegend Eile. Hier wurde sogar noch Eile erklärt. What the fuck? Greatsword. 3 Mana, ausrüsten für 3. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0. Da hätte man früher den Loxodon Kriegshammerin gespielt. Aber okay. Dann haben wir einen Diabolic Tutor, der nur minimal schlechter ist wie der Demonic Tutor, und zwar doppelt so schlecht. 2 schwarze, 2 farblose, meine Süße neckt nach einer Karte, nimmt sie auf die Hand. Danach bespannt sein Deck. Und unser Rare ist Pentavus. 7 Mana 00, kommt mit 5 +1/+1 Marken ins Spiel. Für 1 Mana können wir eine +1/+1 Marke von dem entfernen und einen 1-1 farblosen Pentavi kriegen. Und wir können für 1 Mana einen Pentavi opfern, um dem eine +1/+1 Marke zu legen. Richtig cool hier mit diesen Aufsetzen und was man so davon absetzt, diese kleinen Drohnen, die immer wieder davon wegfliegen, hinfliegen. Richtig cool. Original, glaube ich, aus dem ersten Mirrodin. Ja. Da bin ich jetzt, was haben wir hier noch? All Things Magic at All Places. Magic Online Duels of the Planeswalker. So hieß der Quatsch. Da habe ich neulich noch gesucht. Novels, ja. Früher. Planeswalker Rules. Okay. Da muss noch Planeswalker erklärt werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.